Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Golfpost LPGA Highlights, diesmal aus dem schönen Kuala Lumpur Golf & Country Club in Malaysia. So war die Ausgangssituation der Sime Darby LPGA Malaysia vor dem Finaltag. Lexi Thompson ging mit 3 Schlägen Vorsprung auf die Runde. Hinter ihr lauerten Ili Lee und Susan Patterson. Lexi Thompson, die mit 12 Jahren die jüngste US Women's Open Teilnehmerin aller Zeiten wurde, begann verhalten. Auf den ersten 9 Löchern gelang ihr kein einziges Birdie und sie musste sogar einen Schlagverlust hinnehmen. Aber die Konkurrenz, hier Ili Lee auf der 6, machte nichts daraus. Auch Susan Patterson konnte nicht von Lexi Thompsons Schwächephase profitieren und lag nach 9 Löchern 2 über Par. Sandra Gahl hingegen drehte in der Schlussrunde auf, musste aber 2 späte Bogies notieren. Auf der 16 und der 17 ließ sie Schläge liegen, spielte aber am Finaltag 5 unter Par und schob sich auf einen starken 7. Platz vor. Caroline Mosson spielte hier an der 17 den Schlag des Tages, doch war das leider ihr einziges Highlight. Sie erwischte einen rabenschwarzen Tag mit 6 über Par und landete auf dem geteilten 36. Platz. In der Zwischenzeit arbeitete sich Shan Shan Feng, die Siegerin der Vorwoche, mit Annäherungen wie dieser an die Spitze ran. Doch auch Lexi Thompson zeigte nun, warum sie ganz oben stand. Sie spielte Birdies an den Löchern 10, 11 und 12 und baute ihren Vorsprung dadurch auf 5 Schläge aus. Michelle Wee, der amerikanische Shootingstar, spielte indes ein ordentliches Turnier und landete auf dem geteilten 12. Platz. Und Lexi Thompson drückte weiter aufs Gaspedal. Mit zwischenzeitlich 6 Schlägen Vorsprung glaubte niemand mehr daran, dass ihr dieser Sieg noch zu nehmen wäre. Dementsprechend entspannt brachte die 18-Jährige auf der letzten Bahn mit dem Holz 3 ihren Ball ins Spiel. Sie genoss ihren Weg zum letzten Grün sichtlich und hatte dies auch wahrlich verdient. Abgeklärt, als sei sie schon seit 20 Jahren auf der Tour unterwegs, versenkte sie ihren letzten Putt. Und wer mit 18 Jahren schon 2 LPGA-Tour-Titel gewonnen und fast 1,5 Millionen US-Dollar Preisgeld erspielt hat, dem blüht wohl eine rosige Zukunft. Zweite wurde die Chinesin Shan Shan Feng. Den 3. Platz teilten sich Susan Patterson und Ili Lee. Mit den Bildern der glücklichen Siegerin verabschiedet sich Golfpost aus Malaysia. Wir melden uns nächste Woche wieder von der LPGA Hanabank Championship aus Südkorea.